und wir haben im Inventar auch so Strafe-Blöcke, nennt sich das Ganze. Und mit diesen Strafe-Blöcken können wir uns, sag ich mal, etwas teleportieren. Ich werde das einfach mal ganz kurz hier demonstrieren. So, zack, zack, zack. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal durchgekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Anfang. Willkommen Leute zu einem neuen Spielmodus hier auf dem Hive-Server, und zwar ist das der Spielmodus Death Run. Das Ganze ist wahrscheinlich schon bekannt aus dem Spiel Counter-Strike, also wer Counter-Strike kennt, wird auch wahrscheinlich den Spielmodus Death Run kennen, und man macht genau das gleiche wie bei Counter-Strike, und zwar gibt es einmal die Rolle Runner und einmal gibt es die Rolle Death, also die Death-Rolle sage ich einfach mal. Und in der Runner-Rolle muss man halt versuchen, durch verschiedene Fallen, also es gibt immer solche Stellen, wo halt einfach Fallen platziert sind oder ausgeführt werden können, und man muss versuchen, an diesen Fallen vorbeizukommen. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie an einer Position bin und sehe, okay, da ist ein Knopf an der Seite und dort steht einer, der wartet halt und versucht, diesen Knopf zu drücken. In dem Moment, wo wir da halt vorbeirennen, zum Beispiel, ich weiß nicht, kann man das sehen? Auf jeden Fall, da ist so eine Druckplatte rechts, links, und dann sieht man halt auf jeden Fall, dort ist einer, der wird auf jeden Fall versuchen, uns zu töten an dieser Position. Dass zum Beispiel die Blöcke oder sowas verschwinden oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Und wir haben im Inventar auch so Strafe-Blöcke, nennt sich das Ganze. Und mit diesen Strafe-Blöcken können wir uns, sag ich mal, etwas teleportieren. Ich werde das einfach mal ganz kurz hier demonstrieren. So, zack, zack, zack. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal durchgekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Anfang. So, ich bin auch gerade Erster. Rechts ist auch gerade keiner, der uns töten kann. Das gefällt mir sehr. So, hier werden auf jeden Fall nur die Pistons hochgefahren, wenn ihr auf den Knopf drückt. Das seht ihr auch gerade. So, Leute, wir sind hier nicht gestorben. Perfekt. Und es gibt auch zum Beispiel verschiedene Anlaufstellen. Zum Beispiel hier. Nein! Ach Mann! Was war das denn schon wieder? Toll. Es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Anlaufstellen, an denen man halt so Special Boosts bekommt und sowas. Und da wurde gerade die Falle ausgeführt. Und es gibt halt drei verschiedene Strafe-Blöcke, denn durch die verschiedenen Blöcke wird man halt unterschiedlich katapultiert. Also mit einem Block wird man zum Beispiel nur links katapultiert, mit den anderen nur rechts. Und ja, die haben halt immer auch eine... Nein, das war dumm. Oh, egal, ich bin trotzdem durchgekommen. So, einfach durchrushen, durchrushen, durchrushen. Zum Beispiel mit dem hier wird man nur nach links gestrafe, also nach links katapultiert, mit den anderen nur nach hinten und mit den anderen nur nach rechts. Und mit denen könnte ich mich theoretisch schon wieder porten. So, hier kommen so Feuerbälle raus. Also man muss das Ganze auch manchmal, sage ich mal, ein bisschen suchten, um das genau zu wissen, also wo was passiert und warum ging das jetzt wieder nicht. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Oh, hier kam zum Beispiel Wasser raus. So, man muss ein bisschen warten, glaube ich, okay. Ach Mist, ich wusste gar nicht, dass hier eine Falle ist. Scheiße. Jedenfalls muss man das, wie gesagt, ein bisschen trainieren, damit man halt weiß, okay, hier passiert das und das. Und perfekt, da kann ich dann einmal ganz kurz hier durchrushen. Man darf hier nicht ins Wasser fliegen, sonst stirbt man. Und ich werde das Ganze auch aus zwei Rollen zeigen, denn man kann das nämlich mit Credits, also wenn man Credits hat, kann man hier auf Hive auch die Todesrolle spielen, weil sonst ist man immer Death Runner, nee, oder einfach Runner, sagen wir mal. Und ja, vielleicht haben wir gerade sogar die Chance auf den Sieg, das wäre auf jeden Fall richtig nice. Ich habe noch nie gewonnen in diesem Spielmodus. Und jetzt in der Aufnahme gewinnen wir dann, also gewinne ich dann das erste Mal. Nein! Ach du Scheiße, Leute, ich habe mich so erschrocken. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Komm, dann mache ich mal so einen Strafe. Ach Mann. Shit. Nein! Ach Mann, ich bin so am Verkacken, Scheiße. Ach, es wäre so schön gewesen. Ich habe jetzt echt gehofft, dass ich jetzt in der Aufnahme das erste Mal gewinne. Ach Mann, und ich verliere immer. Aber ich war doch im Spinnennetz. Ach Mann, jetzt wollen die mich hier echt töten. Was ist denn das? Ach, scheiße. So, und. Perfekt, dann sind wir wenigstens schon mal hier drinne. Und weiter geht's. Okay, ja, schade, wir kommen nicht mehr unter den ersten dreien, aber das ist auf jeden Fall trotzdem gar nicht mal so schlecht gewesen, die Aufnahme. Leute, ich töte mich gleich, was ist das? Ich spiele hier wie der letzte Noob. Ich spiele hier wie der letzte Noob. Ich fühle mich gerade auch schon so ein bisschen verarscht. Nein, 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 nein. Ach, Leute. Man könnte echt denken,
dass ich der größte Lappen-EU-West bin, obwohl es eigentlich so gut angefangen hat. Ach scheiße, ich war so schlecht. Ich war echt schlecht. Obwohl es gut angefangen hat. Egal. Hier sehen wir auch nochmal die Platzierungen im Spiel. Ist auf jeden Fall auch mal cool zu sehen. Also der erste wird dann hier immer so abgebildet, der zweite und der dritte. Auch eine coole Idee. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach nochmal aus der Position eines, aus der Death Roll, sag ich mal, also aus der Todesrolle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das so ist aus der Todesbringerrolle. Also, natürlich hier, was ich ehrlich gesagt nicht so cool finde, ist immer, dass dieses Intro, sag ich mal, vorgespielt wird. Denn es wird halt jedes Mal, bevor man das Spiel anfängt zu spielen, dieses Intro gezeigt. Das hier soll halt einfach nur ein Intro darstellen, wo man halt sehen kann, worum es eigentlich in Death Run geht. Es ist ehrlich gesagt gut gemacht, finde ich. Das Intro gefällt mir ehrlich gesagt wirklich sehr gut. Allerdings stört es irgendwie nach einer Zeit, wenn man das nämlich oft spielt, weil ich meine, wenn man es einmal gesehen hat, dann weiß man doch irgendwann, wie das Ganze funktioniert. Ich finde, man sollte irgendwie so eine Alternative finden, dass man vielleicht in einen Parallelserver gehen kann und dort irgendwie mal das Intro einfach anschauen kann. Aber jedes Mal das vors Spiel zu klatschen, finde ich irgendwie, ist ziemlich zeitintensiv und nervt auch nach einer Zeit. Aber ja, an sich gut gemacht, nur schade, dass es halt immer abgespielt wird. Das finde ich auch nicht so cool. Und jedenfalls, jetzt können wir hier auf jeden Fall den Knopf da hinten drücken. Und wir sind ja auch etwas schneller unterwegs, genauso wie bei Counter-Strike. Das ist auf jeden Fall wirklich ziemlich cool umgesetzt. Man muss das auch in der Minecraft-Version 1.8 spielen, weil es sonst nicht funktioniert. Das sieht man oben links zum Beispiel. So, und jetzt hier einmal am Durchrennen. So, Moment. So, ja, jetzt hat er schon den Knopf gedrückt. Moment, so, okay, wir sind schon weiter. Okay, so, und dann müssen wir jetzt hier den Knopf gleich drücken, make. Und? Ah, okay, da habe ich auf jeden Fall... Hä? Ich habe gar keinen erwischt. Mist, scheiße auch. Das ist echt schlecht gelaufen. Wir können uns entweder hier mit dem Kompass weiter teleportieren. Mann, ich muss jetzt einfach schnell reagieren. Jawohl, okay, ich habe einen getötet, das läuft auf jeden Fall. Ich musste schnell reagieren, weil sonst die eine Person durchgerusht wäre. So, hier kommt nämlich TNT aus den Wänden. Da muss ich auch mal aufpassen. Okay, wir fliegen schon einige Runden, obwohl ich gar nichts mache. Ach Mist, okay, dann nochmal hier weiter rennen. Ach Mist, scheiße, Leute, er rusht einfach durch, er rusht einfach durch. Das ist nicht so schön. Ach scheiße, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so gut in dem Spiel, also verzeiht mir das, wenn ich, ja, noch nicht so gut in dieser Todesrolle drin bin, denn ich habe es einfach noch nicht so oft gespielt. Ich wollte euch das aber eigentlich ziemlich gerne zeigen, wie das so funktioniert. So, und schaffen wir es? Oh, nee, das war zu offensichtlich. Oh, Mann. Und weiter geht's in der Falle Make the Water Flow. Okay, dann versuchen wir es mal aus. Ah, nobody is in Veneer. Ja, einen haben wir getroffen. Das läuft auf jeden Fall. Ja, und den haben wir auch noch bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr motivierend. So, und wir können uns auch eigentlich mit dem Kompass hier weiterbringen, aber das ist jetzt eigentlich nicht so notwendig. Deswegen lasse ich das einfach mal. Jawohl, und da haben wir den nächsten auch getroffen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, okay. Irgendwann schaffen es die Leute halt auch weiterzukommen, ist natürlich verständlich. Und hier an dieser Position kann man die Spinnennetze so removen. Und hier wird noch ein Giant gespawnt. So. Also wenn sie runterspringen, kommen die dann zum Beispiel manchmal nicht in dem Spinnennetz an, sondern sterben halt einfach direkt. So, und dann spawn Giant. Ich warte noch einen kleinen Moment. Natürlich darf man das nicht direkt drücken. Er laggt gerade ein bisschen, deswegen kann ich das schlecht einschätzen, wann er da durch möchte. Dass er da gleich rüber straft. So. Mal schauen. Und. Nee, nee. So einfach lasse ich mich jetzt hier nicht verarschen. Okay, der wollte halt einfach YOLO-mäßig einfach durch. Naja, egal. Dann sind jetzt hier die ersten durch. Ich meine, Hauptsache, den einen bekomme ich, weil... Hätte ich den Giant jetzt nicht spawnen lassen, hätte ich sowieso verloren. Das ist dann doch ein bisschen sinnlos. Aber ja, ihr habt das Ganze jetzt auch mal aus der Todesrolle gesehen. Ich finde ehrlich gesagt beides cool. Aber ich finde das ein bisschen cooler, wenn man, sag ich mal, in der Runner-Rolle ist. Denn in der Runner-Rolle kann man auf jeden Fall ziemlich coole Skill-Sachen machen.
Heißt, man kann, weiß ich nicht, so irgendwie so antäuschen, dann so strafen und dann einfach über die ganzen Blöcke jumpen. So richtig coole Tricks, sag ich mal, benutzen. Das finde ich irgendwie doch ein bisschen geiler. Und ich sehe gerade, dass auch die Blöcke den Zustand wiedergeben. Also, wenn der Clayblock, sag ich mal, grün ist, dann heißt es, dass man diesen Block, sag ich mal, nochmal benutzen kann. Also diese Trap, sag ich mal, also die Falle. Und wenn die orange ist, heißt es halt, oder gelb, wenn die gelb ist, heißt es halt, dass die momentan noch so eine Cooldown hat, also so eine Abklingzeit. Und das wusste ich gerade gar nicht. Also das fällt mir gerade alles noch spontan auf. Aber ja, ich weiß nicht. Also es macht auf jeden Fall Spaß und ich würde das auch öfters bringen. Deshalb könnt ihr mir einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das einfach mal öfters sehen wollt. Es gibt hier auch Ränge bei dem Spielmodus. Also ihr könnt nämlich auch Punkte bekommen, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, es ist was anderes, es bringt aber auch wieder Abwechslung rein in Minecraft, besonders durch die ganzen Möglichkeiten, die die 1.8 Minecraft-Version so mit sich bringt. Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder lasst ein Like da, wenn ihr auf jeden Fall mehr von DevRun sehen wollt. Ich finde es hammergut umgesetzt, also auf jeden Fall Props an dieser Stelle. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zu DevRun. Wollt ihr mehr sehen? Ich würde auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, Leute, und ciao.